Oh, willkommen zurück. Wir brauchen noch einen so einen Diamanten. Wir haben einen blauen, einen gelben und einen weißen, die wir hier einsetzen müssen. Einer fehlt noch, glaube ich. Die Figuren wirken erhaben und weise. Und ich weiß noch nicht genau, wo der ist. Gehen wir noch mal in die Höhle. Der gefällt mir nicht. Den habe ich bereits komplett geplündert. Das haben wir schon gemacht. Hier kamen wir auch noch nicht rüber. Den haben wir auch schon geplündert. Kriegen wir das Viech da weg? Wie gesagt, die Fackel kann man nicht anzünden. Aber vielleicht ohne anzünden. Mal schauen, wie dir das schmeckt. Ach so. Nun ist er weg und da oben ist ein Diamant. Da oben komme ich nicht hin. Nee. Da fehlt noch ein ganzes Stück. Wo ist eigentlich unser Messer? Wir hatten noch ein Messer. Wir bräuchten irgendwie ein Seil oder sowas. Eine metallische Rohrkonstruktion umgibt den gesamten Bereich. Sieht ein bisschen aus wie eine gigantische Schlange, die sich um den Weltenbaum windet. Mhm. Hier haben wir noch was. Eine Expedition der Nazis? Könnten Kesslers Männer gewesen sein. Die brauchen den wohl nicht mehr. Potzblitz. Was hat diese Kerle nur so zugerichtet? Potzblitz. Potzblitz. Ja, ja, dann kann man noch was machen. Warte mal. Steckt im Eis fest. Damit kann ich ihn aus dem Eis hacken. Na, wenn da jetzt nichts drin ist. Ich leere ihn mal aus. Ich habe das ganze Putzzeug schon rausgenommen. Wie dick diese Schnee- und Eisdecke wohl sein mag. Nur so eine Idee, ne? Ich nehme mal einen Helm voll Schnee mit. Aha. Thank you.
Ja, wenn ich ein menschlicher Bogen wäre, bin ich aber leider nicht. Ein Bogen? Haben wir einen Bogen? Das sollte den Stab etwas geschmeidiger machen, behaupte ich jetzt einfach mal. Wir brauchen noch ein Seil oder sowas. Ich verstehe nicht meine Größe. Kann ich also ruhig zerschneiden. Ach so, okay. Nee. Auch ohne Spitzen und Federn sind die dünnen Putzstäbe ganz ordentliche Pfeile. Ah. Einen Versuch ist es wert. Treffer! Na, da hätte ich aber auch schon früher drauf kommen können. Können wir das Ding wieder mitnehmen? Nee, auch nicht. Nein, 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 nein. So, wir haben jetzt unsere 4 Diamanten. Und die müssten wir eigentlich so jetzt in die Stele einbauen können. Bloß wo und wie und welcher wohin? Da ist eine unregelmäßige Vertiefung auf der Oberseite der Stele. Eine unregelmäßige Vertiefung. Ja, 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 ja. Die Figuren wirken erhaben und weise. Mhm, hatten wir auch schon. Woran kann man das denn jetzt erkennen, was wohin muss? Oder gehen wir der Reihe nach? Ich weiß es doch auch nicht. Okay, vielleicht verrät uns das Licht irgendwie ja halt, wo es hinleuchtet. Sieht gut aus bis jetzt. Ja, ich würde sagen, das scheint irgendwie eine Wirkung gehabt zu haben. Und jetzt haben wir da oben nämlich diese Zeichen. Das muss ich mir gerade mal eben aufmalen. Warte mal, das kann sich ja keine so merken. Wie so oft in dem Spiel eigentlich. Y X. Knups. So, und das müsste jetzt eigentlich hier hinten irgendwo wieder dieser Raum sein mit dieser Platte. Plattendecke. Wo diese Runen draufstehen. Die Figuren. Ja, jetzt geh doch dahin. Nochmal durch die Höhle. Ja, gut, dass ich mir das aufgemalt habe, weil jetzt sieht es irgendwie anders aus.
Oder nee, warte mal. Geh. Was ist wohl mit diesen Runen? Ja, du sollst dich da drauf stellen. Scheiße, warte. 7. Ah. Was habe ich falsch gemacht? Das müsste eigentlich richtig gewesen sein. Off-Stimme. Leider hatte ich vergessen, das Hologramm anzuklicken und somit wusste das Spiel wahrscheinlich nicht, dass ich das gesehen habe. Dann musste ich nochmal zurück. Ich hab's geschnitten. Da ist unser Wölfchen. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Naja, wir haben es geschafft. Weiter in der nächsten Folge. Tschüss.